Merkwürdiges passiert hier in dieser Zone. Die Hüllen drehen durch, ihre Lager spawnen riesige Gegnerwellen. Wir müssen verhindern, dass es sich ausbreitet, egal wie. Wenn du ein aktives Lager findest, musst du auf alles vorbereitet sein. Laut meinen Informationen haben wir 20 Minuten, um die Ziele zu neutralisieren. Durchsuche die Zone und halte Ausschau nach allen möglichen Lagern, die gereizter aussehen als sonst. Ich überwache alles von hier. Was seht ihr? Sterne. Und was machen wir jetzt? Weiterkämpfen. Die Heimatbasis schützen. Die Welt wieder aufbauen. Sie kommen! Was seht ihr? Sterne. Sie sind immer noch da oben. Lichtjahre entfernt. Ich wünschte, ich hätte mehr Zeit mit Death gehabt. Ich auch. Das Timing ist wahrscheinlich furchtbar schlecht, aber ich sollte wohl erwähnen, dass ich nicht mehr lange hier bin. Was? Mein Rechenkern hat vor 2 Stunden begonnen zu schmelzen. Tu mir das nicht an, Winderman! Tut mir leid, Ray. Glaubt mir keiner! Danke. Dieses Lager ist nicht aktiv. Ruhende Lager können später aktiv werden. Seht ihr? Sterne. Was sonst sieht man durch ein Teleskop? Ich verstehe dein komisches Spiel nicht. Okay, das läuft nicht, wie ich gehofft hatte. Versucht es nur noch einmal. Vielleicht noch 2-mal. Na bitte! Schalte die Gegner aus, um das Lager zu räumen. Dieses Lager ist nicht aktiv. Später aktiv werden. Was seht ihr? Rate mal. Bitte. Nur einmal. Einer weniger. Auf zum nächsten. Das nächste Lager könnte stärker befestigt sein. Überprüfe deine Waffen und Munition, bevor du loslegst. Wenn es wieder nur Sterne sind, tut es mir leid. Ja. Tut mir leid. Moment, was ist das? Ein Satellit? Unser Satellit! Stell dir einfach vor, das hätte beim ersten Mal geklappt. Der Krieg gegen den Sturm begann, als du den Satelliten ins All schicktest. Ohne dich und den Kommandanten wäre all dies nicht möglich gewesen.
Mission abzuschließen. Das meine ich so. Zwei hätten wir. Weiter geht's. Die Lager werden immer stärker. Bereite dich besser gut vor. Hier. Schalte es aus. Einer weniger auf meiner Liste. Runde 3. Kämpft! Mach das Lager platt!
10 Minuten. Zieh es durch! Thank you.
für deine Karte. Auf geht's. Du weißt, was du zu tun hast. Ray, Kommandant. Kurz vor seinem Tod hatte Dr. Winderman eine Nachricht für euch aufgezeichnet.
was ich hätte erwähnen sollen, bevor meine Hardware anfing zu versagen. Entschuldigt, das Umschalten in den Energiesparmodus klingt anscheinend wie Sterben. Besser, ich spiele sie jetzt ab. Kommandant, es gibt eine Lösung. Sie steht auf der Wand geschrieben. Okay, war das alles? Er hatte erwartet, dass ihr fühlt, was das bedeutet. Tun wir aber nicht. Das ist bedauerlich. Er war sich wirklich absolut sicher. Ich höre, dass ihr die Bedeutung kennt. Nein. Dann solltet ihr es unbedingt herausfinden. Ja, hab schon verstanden. War das alles, was er gesagt hat? Ja. Aber ich kann mir gut vorstellen, was er sagen würde, wäre er hier. Ach ja? Lars, ein letztes Stück. Klar doch, Dr. W.